Ausstellung Quattro ist eine Ergänzung zu dem großen Überblick über junge deutsche Malerei, der Ausstellung Jetzt. Und gleichzeitig ist es natürlich ein ganz unabhängiges, eigenständiges Projekt. Wir hatten die vier Positionen, die hier gezeigt werden. Kerstin Bretsch, Stefanie Heinze, Laura Link und Kati Heck, um es nochmal zu betonen, hatten wir schon immer mal hier hausintern diskutiert. Jetzt war über die Jetzt-Ausstellung ein passender Rahmen geboten. Und ganz wichtig, die Kuratorinnen und Kuratoren von Jetzt, die haben ja immer betont, dass es sich bei der Auswahl der Künstlerin nur um eine Momentaufnahme aus den deutschen Ateliers, aus der deutschen Malereiszene handelt. Also um nichts Abgeschlossenes, kein endgültiger Querschnitt durch das Geschehen in den Ateliers in Deutschland. Also, und das wollten wir nochmal unterstreichen, indem wir diese vier Positionen dazugenommen haben und dass die eine tragende Rolle oder eine wichtige Rolle in dem aktuellen deutschen Malereidiskurs führen und haben. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Künstlerinnen stellen einfach sehr komplexe Sinnes- und Wahrnehmungsansprüche an die Betrachter ihrer Bilder. Ja, das sind ja doch sehr ausgeklügelte, figurenreiche, das ist auch etwas, was alle verbindet und vor allen Dingen auch so immer wieder so dramatisch gesteigerte Bildkonstruktionen. Und das hat durchaus was Virtuoses, was man bei Kati Heck so direkt sieht, aber auch bei Stefanie Heinze oder eben auch so in ganz andere Richtungen kippend ins Bedrohliche oder Melancholische oder Brüchige, ja, wie man das ja vor allem bei Kerstin Bretsch oder Laura Link sieht. Und ja, das hat so was Überbordendes auf der einen Seite. Da ist so ein dadaistischer Unruhegeist auch zu spüren. Es geht darum, diese Unbegrenztheit der Malerei immer wieder herauszustreichen. Und darin wirkt das alles sehr zeitgemäß und natürlich auch sehr lebendig. Wir haben uns für vier Malerinnen entschieden, auch als humorvolle Antwort auf die Vorgängerausstellung. Die jungen Jahre der alten Meister, da ging es ja um die vier großen Künstlerheroen, sag ich mal, aus der Nachkriegsmoderne in den 1960er Jahren, Basitz, Kiefer, Polke und Richter. Ja, das sollte eine Antwort darauf sein. Aber ich würde mal sagen, dass in der Jetzt-Ausstellung doch so konzeptuelle, serielle, auch so mit digitalen Bildwelten arbeitende Positionen überwiegen, während hier das Figurative und Neosurrealistische vielleicht im Vordergrund steht. Aber das Verbinden ist vielleicht auch sehr wichtig daran, nämlich dass es eine vergleichbare hohe Bildqualität ist und es einfach Spaß macht, in die Ausstellung zu gehen. Hier erhält man Eindrücke über Malerei, die nicht schnell verpuffen. Und ja, und die laden einfach zusammen, gemeinsam ein, nochmal über Malerei ganz neu und so vom heutigen Standpunkt aus nachzudenken.